Grüß euch Gott an diesem herrlichen Sommertag. Wir haben uns heute eine kleine Tour ausgesucht im Karwendel auf dem Zäundelkopf. Der Zäundelkopf ist im Karwendel ein Karwendelberg und dennoch ist er kein typischer Karwendelberg. Warum? Ja, erstens, weil die Schwierigkeiten ganz harmlos sind, weil die Tour relativ kurz ist und auch so vom Gelände her ist es völlig untypisch. Das ist kein Felsgelände, sondern das ist ein gemütlicher Waldanstieg, wunderbarer, lichter Wald. Es geht über einen Rücken auf einen Geländerücken. Das ist auch nur ein kleiner Gupf, der Zäundelkopf. Und warum ist es trotzdem so eine lohnende, wunderschöne Tour? Ja, ganz einfach, weil dieser Bergrücken so zentral ist, dass man hier mitten im Karwendel ist. Und man hat immer wieder fantastische Ausblicke. Und deswegen wollen wir euch diese Tour heute vorstellen. Wir freuen uns natürlich über den Daumen nach oben und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir beginnen diese kleine, beschauliche Bergwanderung ein paar Kilometer hinter Scharnitz beim Ort Giesenbach und lernen gleich auf den ersten Metern den namensgebenden Gebirgsbach kennen. Die wilde Schlucht, durch die er führt, ist der Rückweg unserer Tour. Der direkte Anstieg zum Zäunelkopf führt über einen schmalen Pfad, zum Teil über steile Waldhänge hinauf. Fast märchenhaft anmutender Bergwald verzaubert uns, lässt uns erste Ausblicke genießen und erfreut uns mit blumenreichen Eindrücken. Nach knapp 2 Stunden ist der Vorgipfel, der sogenannte Mittagkopf, erreicht und wir befinden uns jetzt in der Latschenzone. Wahnsinn, ein großartiges Panorama hat man hier schon auf dem Vorgipfel und dahinter uns. Da sieht man jetzt unser Ziel, den Zäunelkopf. In Gipfelnähe findet man ein wunderbares Bankerl zum Rasten und einen Karwendelblick vom Allerfeinsten. Direkt vis-à-vis erkennt man die Brunnstein- und die Pleisenspitze. Steigen wir gemütlich auf der anderen Seite des Berges zur Oberbrunnalm ab, wo man eine herrliche Rast einlegen kann. Grüß dich Gott. Grüß euch. Servus. Servus. Jetzt ist schon Abend, kriegen wir noch was zu trinken. Sowieso. Ja, schön. Gern. Dann, glaube ich, kriegen wir 2 alkoholfreie Weißbier. Bin ich euch. Mit Dankeschön. Zur Schnapsalat. Ja, gern. Prost. Ja.